Herzlich willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Ausgabe und wir haben heute, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, eine der großen Geistesgrößen der Kirche im Visier, der heilige Hieronymus. Er wurde um das Jahr 348 in Dalmatien, das ist im heutigen Kroatien, geboren und er starb am 30. September 420 in Bethlehem. Also in dem Ort, wo Jesus geboren wurde, starb er im Heiligen Land. Wie so viele Heilige neigte er auch zunächst irdischen Dingen und weltlicher Weisheit zu. Er studierte mit Eifer Cicero und die lateinischen Klassiker. Später aber sollte gerade sein Sprachtalent sich als wichtig erweisen. Der Hieronymus beherrschte 7 Sprachen. Als einer der wenigen Gelehrten seiner Zeit konnte er Hebräisch und somit die Sprache des Alten Testaments. Natürlich konnte er auch Griechisch, die Sprache des Neuen Testaments. Und so übersetzte er die komplette Bibel, Altes und Neues Testament, in das damals von praktisch allen gesprochene und verstandene Latein. Seine Bibelübersetzung, die Vulgata, wörtlich die weit verbreitete, die ist offiziell bis heute die Übersetzung der römisch-katholischen Kirche. Der Hieronymus, der führte ein bewegtes Leben, das ist also durchaus wörtlich zu verstehen. Er studierte in Mailand und in Rom. Er lernte viele Geistesgrößen seiner Zeit, der damaligen Zeit, kennen. Er lebte in Trier und Konstantinopel. Er schrieb ein gewaltiges Opus an Büchern, hat Kommentare zu vielen Büchern der Bibel veröffentlicht. Viele Jahre verbrachte er in Bethlehem im Heiligen Land und dort ist er ja dann auch in der Geburtskirche bestattet worden. Aus diesem auch geistig so reichhaltigen Leben möchte ich nur 3 Dinge herausgreifen. Erstens, die göttliche Vorsehung regiert alles und was wir für übel halten, ist Arznei. Also anstatt bei Unvorhergesehenem oder Leid, ja, erregt die Hand zu erheben und die Faust zu ballen und zu sagen, wie kann Gott das zulassen, empfiehlt der Heilige darauf zu vertrauen, dass auch Rückschläge und Niederlagen ihren Sinn haben. Und wer ehrlich ist, ja, und vielleicht auch ein bisschen älter schon ist, der wird es bestätigen. Manchmal hat ein verwehrter Wunsch einen weitergebracht als ein erfüllter. Eine Niederlage mehr Segen mit sich gebracht als ein Sieg. Zweitens, nichts beleidigt Gott mehr, als wenn man am Schlimmen hängen bleibt, weil man an der Besserung zweifelt. Denn gerade die Verzweiflung ist ein Zeichen des Unglaubens. Kierkegaard lässt grüßen. Manchmal ergreift uns die Spirale nach unten. Ja, uns passiert etwas, wir ahnen weiteres Übel und da kommt auch noch Pech hinzu und dann ist diese Spirale nach unten, die fängt dann an, schlimmer geht immer und schon geht's runter und zieht uns immer mehr. Und Hieronymus sagt, stopp, wehr dich, tritt auf die Bremse, glaub an die Güte Gottes, lass dich nicht gehen. Wie oft sagt Jesus zu einem Geheilten, der sich bei ihm bedanken will, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, der Glaube an das Gute, der kann die Wende zum Guten sein. Jetzt kann es aufwärts gehen. Und ein drittes und letztes. Die einzige Vollkommenheit der Menschen besteht darin, dass sie sich ihrer Unvollkommenheit bewusst werden. Ja, Christsein ist kein Vollkaskoschutz gegen die Gefahren des Lebens und die Taufe ist keine Impfung gegen alles Schädliche. Ja, statistisch werden sich Christen wahrscheinlich genauso oft das Bein brechen oder den Finger an der Herdplatte verbrennen oder den Schlüssel verlegen und nicht mehr finden wie Atheisten und Esoteriker. Ja, diese und viele andere Gefahren,
des Lebens, die lauern auf jeden und jede. Ja, da mache ich sich auch der Christ jetzt nichts vor. Der Unterschied ist, dass der Christ darum weiß, auch wenn ich mich maximal anstrengen werde, wenn mir Freunde und Familie beistehen, der Schutz, den ich, den wir brauchen, den können wir uns nicht mit Bordmitteln beschaffen. Und so halte ich Gott meine Unvollkommenheit hin und gebe es zu, Gott allein krieg ich's nicht hin, hilf du mir, sei du bei uns. Hieronymus warnt uns davor, in die Perfektionismusfalle zu tappen. Ja. Streng dich an. Strengt euch alle gemeinsam an. Aber lasst auch dem Heiligen Geist noch ein wenig Raum, euch zu helfen. Und zu guter Letzt gibt uns Hieronymus noch eine Mahnung mit auf den Weg. Wir sollen uns hüten, von denen gering zu denken, die sich entschuldigen und zu ihren Fehlern stehen. Der meint nämlich, Hieronymus, lach nicht vorschnell über jemanden, der einen Schritt zurückgeht. Vielleicht nimmt er nämlich nur Anlauf. Ich bete, allmächtiger Gott, beim Gedenken an den heiligen Hieronymus bitten wir dich für alle, die mit Leid und Krankheit und Tod konfrontiert sind, lass sie in allem deine Handschrift erkennen und Mut fassen. Für alle, die immer nur das Schlimmste befürchten und mit dem Guten nicht mehr rechnen, lass den Pessimismus nicht überhand nehmen. Für alle, die stets vollkommen sein wollen und in die Perfektionismusfalle tappen, lehre sie, dass man auch Fehler machen darf. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Guter Gott, der heilige Hieronymus war einer der Großen seiner Zeit. Aber auch er hatte seine Blößen. Gib uns durch sein Beispiel Mut, an unseren Fehlern zu arbeiten und die anderer großzügig zu verzeihen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, der heilige Hieronymus, der hat uns auch heute viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen einen Tag. Packen Sie die Herausforderungen bei den Hörnern. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Tschüss, bis bald.